Jäger und Gejagte wird es immer geben. Es ist vorbei! Es gibt nur einen Ort, zu dem ich mich hingezogen fühle. Diese Kneipe ist viel gefährlicher als er. Eine trostlose Zukunft. Nur einer besitzt das Wissen der Vergangenheit. Woher sollen wir also wissen, dass du uns nicht auch täuschst? Und von dem Kopfgeld, was du für ihn kriegst, hängt deine Zukunft ab. Abenteuer in einer erbarmungslosen Welt. Slipstream nach den Nachrichten auf Pro7. Und anschließend holen sie wieder die Kastanien aus dem Feuer. Die knallharten 5. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Somalia sind 22 pakistanische UNO-Soldaten ums Leben gekommen. Sie waren in einen Hinterhalt geraten und beschossen worden, als sie ein Waffenlager inspizierten. Vermutlich sind Anhänger des mächtigen Milizenchefs General Aidid für den Vorfall verantwortlich. 23 von ihnen wurden bei dem Schusswechsel getötet. Deutsche Blauhelme waren in Somalia nicht betroffen. Nach den Gefechten hat Bundesinnenminister Seiters die Evakuierung von 50 Helfern des Technischen Hilfswerks aus Mogadischu angeordnet. Sie wurden noch am Nachmittag nach Nairobi ausgeflogen. Der Weltsicherheitsrat in New York kam wegen der jüngsten Zwischenfälle zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Im Krisengebiet bombardierten amerikanische Kampfhubschrauber drei Waffenlager der somalischen Miliz. Eine große Anzahl von Geschützen und Panzerfahrzeugen soll dabei zerstört worden sein. Spanien hat gewählt. Knapp 31 Millionen Wahlberechtigte waren aufgefordert, die Regierungsgewalt den Sozialisten zu belassen oder den Konservativen zu übergeben. Felipe González gegen José María Aznar, so hieß das Duell der Spitzenkandidaten. Trotz der hohen Wahlbeteiligung von mehr als 40% ist aber offenbar keine klare Entscheidung gefallen. Laut der Prognose des staatlichen Rundfunks erreichten die Sozialisten von Felipe González 37,7%, die Volkspartei von Herausforderer Aznar 32,4%, die Vereinigte Linke 11,2%, die katalanische Regionalpartei CIU kommt auf 5,0% und die baskischen Nationalisten erhalten 1,2%. Ungeachtet der jüngsten Resolution des UNO-Sicherheitsrates zur Einrichtung von Schutzzonen in Bosnien gehen dort die Kämpfe weiter. Die Serben haben ihre Offensive gegen die überwiegend von Moslems bewohnte Stadt Gorazde fortgesetzt. Dabei kamen erneut zahlreiche Menschen ums Leben. UNO-Vertretern ist es weiterhin unmöglich, in die Moslem-Enklave zu gelangen. Mit den Belagerern wird mittlerweile schon Wochen über das Zugangsrecht verhandelt. Rund 1200 Menschen haben am Nachmittag in Hattingen mit einem Schweigemarsch gegen das Attentat in der Nacht auf Samstag protestiert. Bei dem Brandanschlag